Willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht zur 15. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Wir haben schon gehört, dass am Palast des Herodes Schriftgelehrte zugegen waren. Und das ist vielleicht in unserer Geschichte, das ist die wahrscheinlich tragischste Personengruppe. Es sind nämlich die Fachleute über die heiligen Bücher. Sie verwalten sie und sie kennen sich aus damit, machen ihre Sache gut und finden für die Sternendeuter genau die richtige Antwort. Erst die richtige Rolle, den richtigen Band an die richtigen Stelle. Und zwar im 5. Kapitel des Propheten Micha steht die Antwort auf ihre Frage, wo der künftige König des Volkes geboren werden soll. In Bethlehem, knapp 10 Kilometer außerhalb von Jerusalem. Und dann begibt sich etwas Unfassbares. Unglaublich, weil es passiert bei ihnen nichts. Die Schriftgelehrten stellen sozusagen ihr Buch, ihre Schriftrolle wieder zurück ins Regal, sind sehr zufrieden vielleicht, dass sie ihre Sache gut gemacht haben und wieder einmal die richtige Antwort gefunden haben für andere Leute, um denen den Weg zu zeigen, aber selbst zu Hause zu bleiben. Ja, und sie fördern in ihrer Bibelstudien vielleicht viele gute Sachen ans Tageslicht. Und dennoch kann es passieren, dass Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, mit Theologie betreiben, ihr Leben nicht an dem ausrichten, der sich dort offenbart, an Jesus Christus, an Gottes Willen. Jesus selbst nennt die Menschen, die praktisch einer beruflichen Berufsblindheit erliegen, er nennt sie die Blindenführer. Und das kann Menschen passieren, die sich vollzeitlich mit der Bibel oder Theologie auseinandersetzen, aber auch mit jedem von uns. So wir denn der Bibel nachforschen. Denn man kann das Nützliche aus einem Text heraussuchen und herausfinden. Und dann kann es aber sein, so wie ein Glauben an ein Kochbuch. Dann liest man das Kochbuch voll Glauben und Vertrauen, dass das wirklich ein leckeres Rezept ist. Man ist inspiriert und zwar so sehr, dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Aber dann ist man beim Lesen noch längst nicht satt. Genauso wie wenn ich über die Liebe nachdenke, dann ist das eben noch nicht Liebe. Oder mit Freunden über ein Fußballspiel unterhalten, heißt noch nicht, dass ich ein Sportler bin. Ist klar, oder? Es gibt von Søren Kierkegaard eine Geschichte von der Gänseschar, die sich Woche für Woche an einem Platz etwas außerhalb ihres Bauernhofs versammelt. Dort hält ein sehr sprachgewandter Gänserich eine Rede über den Adel der Gänse. Und er erinnert daran, wie Gänse vor Zeiten auf ausgedehnten Flügen die Meere und Kontinente bereist haben. Er lobt Gottes Schöpfermacht, der die Gänse mit kräftigen Flügeln ausgestattet und ihnen ihren unglaublichen Richtungssinn verliehen hat. Die Gänse, die zuhören, sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig die Köpfe, klatschen sogar teilweise begeistert Applaus. Und dann watscheln die Gänse wieder zurück in ihren Stall, sind voll des Lobes für die gute Predigt und die Gelehrsamkeit des Gänserichs. Nur eins tun sie nicht, sie fliegen nicht. Jemand hat mal gesagt, du glaubst nur, was du tust. Oder anders gesagt, etwas, was mein Leben nicht von innen heraus prägt oder verändert, das ist noch kein Glaube. Glaube im christlichen Sinn ist keine Weltanschauung und auch kein bloßer Standpunkt. Glauben bedeutet, dass Gott unser Leben prägen, bewegen, verändern kann und auch tut im Heiligen Geist. Dazu braucht er in allererster Linie die Heilige Schrift, aber im Heiligen Geist. Und wenn wir also das nächste Mal die Bibel aufschlagen oder den Losungstext lesen, dann
Bitte in dem Bewusstsein, dass Gott durch dieses Buch uns ansprechen, berühren und auch bewegen möchte. Und eben nicht eine bloße intellektuelle Auseinandersetzung mit der Bibel sein soll. Ja, die Schriftgelehrten in unserer Geschichte erkennen etwas Gutes und Richtiges, aber bleiben davon in dem Moment noch vollkommen unberührt. Damit, ja, berauben sie sich selbst eigentlich der schönsten Erfahrung. Und so wünsche ich uns, dass in diesem Advent das Bibellesen zu einer wunderbaren Erfahrung wird. Ich wünsche eine adventlich-biblisch inspirierte Zeit. Gottes Segen.